Sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, da sich der Ausbruch des Ersten Weltkrieges gerade in diesen Tagen zum 100. Mal jährt, lohnt es sich, die damaligen Ereignisse einmal mit den aktuellen Entwicklungen rund um die Ukraine-Krise zu vergleichen. Ein Sprichwort sagt ja, aus Schaden wird man klug. Diese Sendung soll zum Mitdenken anregen, um aus Schäden der Vergangenheit für unsere Gegenwart zu lernen. Nach der Ermordung des österreichischen Thronprinzenpaares im Juni 1914 in Serbien ließ Serbien ein Ultimatum Österreichs zur Aufklärung des Mordfalles verstreichen. Daraufhin erfolgte im Juli 1914 die Kriegserklärung Österreichs an Serbien, woraufhin Russland als Verbündeter Serbiens die Generalmobilmachung anordnete. Als Folge davon machte Deutschland als Verbündeter Österreichs ebenfalls mobil. Russland erhielt das Ultimatum, seine Kriegsvorbereitungen einzustellen, was es jedoch seinerseits verstreichen ließ, woraufhin Deutschland, zuerst Russland und dann dessen Bündnispartner Frankreich, den Krieg erklärte. England als Partner Frankreichs trat daraufhin zusammen mit Belgien in den Krieg ein. Fazit: Aufgrund der damaligen Bündnispolitik, die ursprünglich als Abschreckungstaktik zur Kriegsvermeidung gedacht war, entwickelte sich eine regionale Krise zu einem weltweiten Flächenbrand. Mit dem Wissen um diesen enormen Schaden der Vergangenheit wenden wir uns nun dem aktuellen Zeitgeschehen zu. Litauen, Polen und die Ukraine haben unlängst beschlossen, eine gemeinsame Militäreinheit mit dem Namen Litpol-Ukbrik aufzustellen. Die Idee ist nicht neu. Eine sogenannte litauisch-polnisch-ukrainische Brigade war bereits im Jahr 2009 im Gespräch. Vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise kommt es nun verschärft zur Reaktivierung und Forcierung dieser Allianz. Die Größe dieser Truppe wird zwar von russischen Experten als militärisch ungefährlich erachtet, der eigentliche Sprengstoff liegt jedoch darin, dass nun zwei NATO-Staaten, nämlich Litauen und Polen, zusammen mit einem Nicht-NATO-Staat der Ukraine verbündet wären. Im Fall eines Angriffs auf die Ukraine würde somit die Beistandsklausel der NATO greifen und die übrigen NATO-Länder müssten Beistand leisten. Wie vor exakt 100 Jahren wäre ein Flächenbrand unausweichlich. In den letzten Monaten berichteten wir in unseren Sendungen darüber, wie in der Ukraine beständig gefährliche Provokationen gegen Russland gestartet werden. Wir zeigten auf, wie durch lang vorbereitete, massive Einflussnahme der USA in Verbindung mit gezielter Desinformation durch die westlichen Medien der Umsturz in der Ukraine ausgelöst wurde und die ukrainische Bevölkerung nun gegen Russland aufgehetzt wird. Ähnlich wie es auch vor 100 Jahren in Serbien gegen Österreich geschah. Inwiefern alle Beteiligten durch die Schäden der Vergangenheit rechtzeitig klug werden und so ein aktueller Weltkrieg vermieden werden kann, hängt sehr von der Verbreitung unzensierter Nachrichten ab. Denn wie sagte Otto von Bismarck so überaus trefflich: Lügen können Kriege in Bewegung setzen, Wahrheiten hingegen können ganze Armeen aufhalten. Bleiben Sie in diesem Sinne mit uns dran. Auf Wiedersehen bei Klagemauer TV und guten Abend. Guten Abend und herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Anlässlich des Neujahrsempfangs der luxemburgischen Presse am 8. Januar 2013 hat Jean-Claude Juncker, Premierminister von Luxemburg und Euro-Gruppenchef, eine denkwürdige Aussage gemacht. Er verglich das Jahr 2013 mit dem Vorkriegsjahr 1913. Damals glaubten alle Menschen an Frieden, bevor im Jahr darauf der Krieg ausbrach. Steckt hinter der Aussage Junkers seine persönliche Meinung? Oder ist es Insiderwissen über die Agenda der Machtelite, das er hier preisgibt? Dies würde ja bedeuten, dass für 2014 ein Krieg geplant ist. Doch von wem und gegen wen? Klagemauer TV wird auch in den kommenden Monaten die globalen Entwicklungen genau beobachten und versuchen, Licht hineinzubringen. Darum bleiben Sie dran. Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Medienklagemauer TV.
Lügen haben kurze Beine und Lügner lange Nasen. So offensichtlich wie Pinocchio eine lange Nase bekam, wenn er log, so wären unsere etablierten Medien in ihrer einseitigen und nicht selten verlogenen Berichterstattung auch offenbar. Das Schöne ist, dass die Bevölkerung pubertiert, ja mündig wird und sich nicht mehr so leicht an der Nase herumführen lässt. Angesichts dieser Tatsache werden sich gerade die gleichgeschalteten Massenmedien lange Beine wünschen, wenn das Volk begreift, was tatsächlich gespielt wird. Stehen auch Sie heute noch auf und bringen Sie die Lügen, von denen Sie wissen, ans Licht. Hierzu können Sie gern auch eine Klage bei Medienklagemauer TV einreichen. So sorgen Sie mit uns für ein besseres Morgen. Jetzt kommt es auf jeden an. An dieser Stelle verabschiede ich mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.